Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und ich kann euch den noch ein bisschen mehr versüßen mit einem neuen Video von mir. Ich muss mich gleich entschuldigen für etwaige Hintergrundgeräusche vor meinem Fenster. Also ihr wisst, ich filme immer vor meinem Fenster, weil ich da einfach das schönste Licht habe. Und da draußen ist aber eine Baustelle und ich habe aber keine Zeit, dass ich warte, bis das die weg sind. Weil die Baustelle wird es nur lang geben. Ihr fragt mich immer wieder bezüglich Make-up-Pinsel, welche Pinsel das ich verwende und wie man eigentlich weiß, was für ein Pinsel das ich für was für einen Zweck verwende. Everything Make-up-Brushes quasi. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein Video, wo ich alle meine Pinsel durchgehe, oder nicht alle meine Pinsel, aber zumindest die verschiedenen Kategorien von Make-up durchgehe. Ich zeige euch dann zu den einzelnen Kategorien eben, welche Pinsel das ich dafür am liebsten verwende und warum sie sich dafür am besten eignen. Das hilft euch dann, glaube ich, am meisten, wenn ihr selber im Geschäft steht und nicht wisst, welche Produkte ihr nehmen sollt oder welchen Pinsel das ihr nehmen sollt. Ich würde sagen, wir gehen in der Reihenfolge durch, wie ich mein Make-up mache. Das heißt, wir starten, also Primer wäre am Anfang. Für Primer verwende ich persönlich jetzt keinen Pinsel. Für Make-up-Artists machen das. Manche tragen zum Beispiel Primer auch mit einem Beauty-Blender auf. Oder auch mit so einem flachen Foundation-Pinsel. Mache ich jetzt nicht. Das hat mehr damit zu tun, wenn man das Make-up beim anderen macht, wo man vielleicht weniger mit den Händen arbeiten will, aber bei mir selbst verwende ich keinen Pinsel für Primer. Das wäre jetzt der Dior Foundation Brush Nummer 11. Den habe ich zugeschickt gekriegt. Würde mir persönlich aber jetzt nicht das Foundation Brush kaufen. Dann gehen wir weiter zu Foundation. Da gibt es da Möglichkeiten. Entweder ihr verwendet am Beauty Blender zum Beispiel oder Alternativen zum Beauty Blender, wie zum Beispiel den Make-up Sponge von Real Techniques oder es gibt auch von Morphe gibt's einen Make-up Sponge. Ihr wisst alle, wie ein Beauty Blender ausschaut. Ich muss mir erst wieder einen neuen besorgen heute, weil meine heute, genau wo ich das Video mache, mein letzter kaputt worden ist. So blöd. Wenn man eher einen Pinsel verwenden will, ich habe da meine Pinsel nebenbei stehen, deswegen fällt mein Blick immer wieder da so runter. Dann ist meine liebste Wahl dieser hier, der ist von Morphe. Das ist der Morphe M439 Brush. Das ist so ein ganz dichter Kabuki-Pinsel. Finde ich richtig cool, weil man so die Foundation richtig auftupfen kann. Ich verwende weniger so kreisende Bewegungen, sondern mehr so tupfende Bewegungen. Mit so einem Pinsel kriegt man relativ viel Deckkraft zusammen, weil halt eben nichts so verwischt wird, sondern eher aufgetupft. Ein bisschen weniger Deckkraft kriegt man mit einem Beauty Blender, weil da damit auch Foundation natürlich aufgesaugt wird vom Material. Ich habe mir jetzt von It Cosmetics, da gibt es einen Pinsel, der ist so double-ended. Da ist auf der einen Seite ein Concealer Brush drauf und auf der anderen Seite ein Foundation Brush. Jedenfalls den habe ich mir bestellt und ich bin schon so gespannt, ob ich den auch für Foundation verwenden werde oder eher für Puder, aber ich habe mir sagen lassen, dass der auch sehr gut sein soll. Aber sonst habe ich immer den von Morphe gehabt, das ist auch schon mein zweiter, weil irgendwann lässt er sich dann doch nicht mehr gescheit reinigen nach einigen Jahren und da hat der dann weichen müssen. Generell gilt aber für Foundation, dass der Pinsel relativ dicht sein sollte, wenn ihr mehr Coverage wollt. Es gibt auch so Stippling Brushes. Wie zum Beispiel diese hier von Smashbox, das ist der Stippling Foundation Brush. Der hat zwei verschiedene Fasern und ist oben nicht ganz so dicht, wie es jetzt zum Beispiel dieser hier ist. Der trägt die Foundation dann nicht ganz so deckend auf und verteilt es eher, verwende zum Beispiel lieber bei sehr leichter Foundation. Ich verwende aber eher deckendere Foundations, deswegen eher dicht. Also je dichter die Borsten, umso deckender das Ergebnis. Da müsst ihr dann natürlich entscheiden, was ihr wollt. Und es gibt da verschiedene Größen. Der ist relativ groß, ich habe aber auch relativ viel Gesicht. Ich weiß aber von manchen, dass einer zu groß ist zum Beispiel. Es gibt auch kleinere. Dann gehen wir weiter zu Concealer. Viel tragen den Concealer am liebsten mit den Fingern auf. Das ist total in Ordnung. Die Wärme von den Fingern verblendet den Concealer meistens sehr schön. Ich persönlich bin ein großer Fan vom Beauty Blender, was Concealer betrifft.
Ich weiß, dass viel von euch auch so geht. Mit dem spitzen Ende kann man perfekt Concealer verblenden, egal ob es jetzt einer aus dem Tiegel ist, den man halt direkt mit Beautyblender zum Beispiel aufnimmt. Der Beautyblender muss dabei immer gewaschen sein, weil sonst bringt es ja doch richtig viel Bakterien in den Tiegel. Just saying. Oder ihr könnt auch natürlich einen Pinsel verwenden. Perfekt dazu eignen sich solche. Das sind im Grunde sehr ähnlich zu einem Foundation Brush. Nur eben kleiner. Die Borsten sind relativ dicht. Das ist auch der Unterschied zu einem Lidschattenpinsel, wie es zum Beispiel dieser hier einer ist. Der ist viel leichter gebunden und viel flauschiger im Vergleich zu denen. Und somit wird auch nicht so viel Produkt aufgesaugt, wie es jetzt bei einem anderen Pinsel wäre, bei einem Lidschattenpinsel zum Beispiel. Ich habe da einmal den Smashbox Blurring Concealer Pinsel oder von Sephora den Airbrush Concealer Pinsel Nummer 57. Die sind beide sehr ähnlich und kann ich beide sehr, sehr empfehlen. Manchmal habe ich einfach eine Phase, da verwende ich lieber zum Beispiel einen Pinsel für Concealer als einen Beauty Blender. Nächster Step ist Puder. Da sind fast keine Grenzen gesetzt, welchen Pinsel das man verwendet. Je präziser das man da arbeiten will, umso kleiner und präziser muss natürlich der Pinsel sein. Ich verwende am allerliebsten diesen hier als Puderpinsel. Sorry, manche Pinsel sind nicht gewaschen, ich habe die gerade vorher noch verwendet. Das ist der Sueva Luxe Face Definer. Der ist eigentlich zum Konturieren gedacht, weil er eben vorne so ein bisschen spitz zusammengeht. Das mag ich aber ganz besonders an dem Pinsel. Also er ist trotzdem aber sehr fluffig, was eben am Puderpinsel auszeichnet. Er soll nicht zu dicht und zu fest gebunden sein, weil man soll da leicht damit übers Gesicht streifen können und man will ja nicht dann das Make-up darunter wieder verwischen, weil er eben zu dicht wäre oder so. Mir gefällt eben da die Form sehr gut, weil da kann ich auch super schön unter den Augen zum Beispiel den Concealer setzen. Möglich wäre aber auch zum Beispiel dieser ganz fluffige Pinsel von Smashbox mit dem, Sheer Powder Brush heißt der. Möglich ist aber zum Beispiel so ein Pinsel, mit dem kann man auch konturieren ganz gut, weil der so schmal ist. Da kann man für beides verwenden, wenn man das will. Das ist der Real Techniques von der Bold Metal Collection Nummer 100. Oder auch, was habe ich noch, ein bisschen was. Genau, zum Beispiel sowas. Das ist ein Luxe Highlighter Brush eigentlich. Der ist mir für Highlighter aber zu groß. Mit dem kann man aber zum Beispiel nur ganz gezielt mit Puder die T-Zone fixieren zum Beispiel, weil man den Rest nicht setzen will, möglicherweise. Also ihr seht das Muster dahinter. Er soll fluffig sein, nicht zu dicht gebunden und dann kommt es nur mehr darauf an, was ihr damit vorhabt. Ob sie wirklich all over Puder stäuben wollt, direkt unter den Augen setzen oder eben nur ganz gezielt irgendwas machen. Also ja, es muss nicht unbedingt Puderpinsel wo draufstehen, dass ihr den auch für Puder verwenden könnt. Next Step wäre Contouring. Für mich fällt Contouring oft weg, weil ich Bronzer als Contouring Powder verwende. So ist aber Contouring sein, dann nehme ich oft die zwei. Das war eben diese Real Techniques Nummer 100. Oder auch der Morphe R2 Pinsel, weil das ist eigentlich ein ganz guter Puderpinsel auch, ist aber ein bisschen dichter und hat eine schmälere Form, wie ihr sehen könnt. Und ich kann somit ganz gut konturieren. Manchen ist das nicht präzise genug. Ich bin aber jetzt kein Fan von so einer direkten Linie. Ich habe jetzt von dem her keinen so einen klassischen, ganz präzisen Contouring-Pinsel habe ich jetzt nicht. Ich finde, das schaut immer ein bisschen unnatürlich aus. Am liebsten verwende ich die oder solche Pinsel, die eben so eine schmälere Form haben, aber trotzdem Fluffigkeit, sofern es das Wort gibt, um das Contouring-Produkt auch schön verblenden zu können. Wie gesagt, verwende ich eher Bronzing Powder zum Konturieren und somit auch eher Bronzer Pinsel, if you will, dafür. Das sind oft Pinsel, die eigentlich sehr nahe einem Puderpinsel sind, von der Form bzw. von der Festigkeit. Zum Beispiel ein sehr guter Bronzerpinsel in meinen Augen ist eben dieser Morphe R2 Brush, weil er eben sehr flauschig ist, aber auch eine schmale Form hat, wo ich eben sehr präzise damit arbeiten kann. Witzigerweise dafür, dass eigentlich der Pinsel sehr groß ist, kann dann aber auch ein bisschen kippen und flächiger damit arbeiten auf der Stirn oder eben
am Hals zum Beispiel. Ist jetzt natürlich nichts zum Konturieren, wie ich vorher gesagt habe, so entlang der Nase, da ist er zu groß. Das mache ich aber jetzt persönlich nicht. Sehr gern für Bronzer verwende ich den Luxie 518 Large Powder Brush. Der ist auch wieder auf der Seite eben schmäler gebunden, ist ein bisschen flauschiger noch wie der Morphe Pinsel, ist aber vom Prinzip her sehr ähnlich. Also die zwei sind sehr ähnlich vom Prinzip her. Ich weiß nicht, ob man den nur wo bekommt, den habe ich mir zugeschickt gekriegt. Aber beide wirklich sehr gut und habe ich beide schon sehr, sehr lang. Um das Gesicht abzuschließen, folgt noch Blush und Highlighter. Blush gibt es zwei Möglichkeiten. Ich verwende am liebsten den Real Techniques Blush Brush. Ich weiß aber, dass voll viele von euch nicht damit klarkommen, was ich irgendwie witzig finde. Möglich ist aber natürlich auch ein klassischer Blushpinsel, wie zum Beispiel der Smashbox Angled Blush Brush. Verwende ich aber jetzt weniger gern wie jetzt diesen Real Techniques Pinsel. Ich mag den einfach ganz gern, weil ich da die Wahl habe zwischen ganz gezielt oder flächiger. Es gibt aber auch wieder beim Blushpinsel, dass er relativ flauschig sein sollte und nicht zu dicht, weil wenn er zu dicht und zu fest ist, läuft man einfach Gefahr, dass man die Foundation drunter wegschirbt damit und dass das Ergebnis dann sehr fleckig wird. Der ist auch relativ flauschig und auch wirklich gut. Ich tupfe zum Beispiel auch ganz gern Blush auf, dass ich wirklich so auftupfe und dann nur am Rand ein bisschen verblende. Als letzter fürs Gesicht haben wir jetzt noch Highlighter. Es gibt natürlich klassische Highlighter-Pinsel, die auch als solches deklariert sind. Das sind die drei, die ich habe. Wie gesagt, den habe ich vorher schon gesagt, der ist mir persönlich ein bisschen zu groß und nicht präzise genug. Die zwei verwende ich persönlich regelmäßig. Das ist einmal der Real Techniques Setting Brush. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass man eben so ganz gezielt settet. Da ist er mir persönlich ein bisschen zu dicht. Oder auch der Morphe M501 Pinsel, der sehr, sehr flauschig ist. Bei Highlighter geht es einfach darum, dass man präzise arbeiten kann. Wie flauschig oder fest der Pinsel ist, ist dann eurem Geschmack eigentlich überlassen. Den verwende ich ganz gern, wenn ich das relativ flächig haben will, wie ich das zum Beispiel heute gemacht habe. Präzise arbeiten kann ich natürlich mit einem etwas festeren Pinsel. Müsste ich mich für einen einzigen entscheiden, würde ich mich für den Real Techniques entscheiden, weil da kann ich eben auch flächig arbeiten, wenn ich das haben will. Könnte auch ganz gut Cream Products damit verwenden, weil für Cream Products ist eben ein bisschen dichterer Pinsel noch spur besser, weil sich da das Produkt nicht ganz so verliert drinnen. Dann kommen wir zu den Augen. Es gibt so viele verschiedene Lidschattenpinseln, dass ich gar nicht eigentlich weiß, wo ich anfangen soll. Viele von den Lidschattenpinseln erklären sie natürlich von selbst. Es gibt klassische Blenderpinsel, wie es dieser hier ist. Die weißen sind immer die aus Echthaar. Das ist zum Beispiel ein Morphe M433 Brush. Es gibt aber auch fast den gleichen von Zoeva, der 227 Luxe Soft Definer. Die sind für mich beide gleich gut, sind ein Ableger oder ein Dupe für den MAC 217 Brush, der im Vergleich zu diesen sehr teuer ist. Also ich kaufe mir immer nur diese noch, habe extrem viel von den Pinseln. Diese Art von Pinsel, also dieses flauschige, gibt es natürlich auch noch in kleiner, in spitzer, in dünner, um eben präziser arbeiten zu können. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Natürlich, je flauschiger und fluffiger der Pinsel, umso mehr blown out wird der Look. Also wollt ihr was verblenden, irgendwas smoky machen, dann sind immer flauschige Pinsel die Wahl für euch. Wenn ihr definierter arbeiten wollt, zum Beispiel nur im Outer Corner ein bisschen einen dunklen Lidschatten zum Beispiel verblenden, aber der nicht gleich überall sein soll, oder nur an der Lower Lash Line quasi Lidschatten verblenden, der aber nicht gleich ganz nach unten rutschen soll, oder wollt ihr nur am Wimpernkranz entlang was verblenden oder ein Kajal verblenden, dann müsst ihr natürlich auf viel präzisere, dünnere Pinsel setzen. Die zwei sind für die ersten zwei Beispiele, zum Beispiel am unteren Wimpernkranz was verblenden, nur im Outer Corner zum Beispiel. Die sind ein bisschen dichter wie die, die ich eben vorher alle vorgestellt habe. Der ist eben ein bisschen runder, der ist ein bisschen flacher und quasi breiter, je nachdem, was man natürlich damit machen will. Der ist auch zum Beispiel für Highlighter im Inner Corner sehr gut geeignet.
ja. Ihr seht, wo ich damit hin will, je präziser, umso dichter sollte der Pinsel sein, umso kleiner natürlich. Aber ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Kommst du dazu, Kajal zum Beispiel zu verblenden, da gibt es dann so ganz dichte Smudger-Pinsel, dass ich es auszubringen. Wie zum Beispiel dieser hier, der Soeva 226 Smudger. Dann gibt es noch sogenannte Packer Brushes, die schauen so aus. Die sind eben ganz flach und sehr dicht. Der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen größer, je nachdem wie präzise das man arbeiten will. Wie der Name eben schon suggeriert, ist das dafür, sind die dafür geeignet, Sachen ist gut, Lidschatten oder Produkte auf die Lider zu packen, also packing on quasi. Zum Beispiel Glitzer, Metallic Eyeshadows oder auch oft verwendet für Concealer zum Beispiel, um die Augenbrauen zu definieren. Es ist immer quasi Produkt aufzunehmen und nicht zu verblenden, sondern zu positionieren. Dafür sind eben diese Pinsel sehr gut geeignet. Somit bin ich auch schon am Schluss von meinem Video angelangt. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video behilflich sein können und ihr blickt jetzt ein bisschen besser durch, was Make-up-Pinsel betrifft. Ich habe natürlich eine mega Auswahl, weil ich halt auch viel Make-up-Looks schminke und halt eben natürlich auch sehr viel ausprobiere, sehr viel Make-up-Looks ausprobiere. Und natürlich, je kreativer der Make-up-Look, umso mehr Tools braucht man oft auch dazu. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt so viel Pinsel braucht, um einen schönen Make-up-Look zu kreieren. Wenn ich mich beschränken müsste und ich müsste jetzt aus dieser Sammlung ein Set kreieren, die ich bis an mein Lebensende verwenden darf, dann wäre es erstens ein Beauty Blender, den ich jetzt nicht dabei habe. Dann wären es diese hier. Das hat jetzt eher eine ganze Zeit gebraucht, bis dass ich mir überhaupt die einmal rausgesucht habe. Aber das sind im Grunde die Pinsel, die ich echt in meinem Daily Life ständig verwende und mit denen ich fast jeden Make-up-Look kreieren könnte. Ich habe jetzt natürlich so ausgefallene Pinsel, mit denen ich Glitzer auftrage oder so, habe ich jetzt nicht hinzugefügt, weil das einfach nicht so oft passiert und weil man da zur Not auch die Finger verwenden könnte zum Beispiel. Ich gehe jetzt kurz durch mit euch, dass ihr wisst, welche Pinsel das ich ausgewählt habe. Das ist der Morphe M439 Foundation Brush. Dann der Soeva Luxe Face Definer. Ich kann leider die Nummer nicht mehr lesen, für Puder. Dann der Morphe R2 Pinsel für Contouring und Bronzer. Der Real Techniques Blush Brush. Dann der Real Techniques Setting Brush für Highlighter. Dann kommen wir zu den Augen-Make-up-Pinseln. Das ist einmal der Morphe M433 als Lidschatten Blender Brush. Alternativ natürlich kann man auch den Soeva 227 verwenden, die sind sehr, sehr ähnlich. Der Morphe ist noch eine Spur flauschiger und größer. Dann würde ich mir noch aussuchen den Real Techniques Shading Brush. Dann würde ich noch nehmen den Morphe R41 Pencil Brush. Das ist ein super toller Pencil Brush, weil der eben ganz so spitz zusammengeht, sondern eher so ein bisschen rundlichere Form hat. Im Vergleich zum Beispiel zu Pencil Brushes von Soeva, der 230 Luxe Pencil, die sind sehr spitz im Vergleich. Da gefällt mir der von Morphe einfach besser. Dann den Soeva 226 Smudger Pinsel. Den habe ich vorher auch schon vorgestellt. Genau, und das ist mein Set meiner liebsten Pinsel. Obwohl ich natürlich meine anderen Pinsel auch nicht missen möchte. So viel sei gesagt. Ich hoffe, ich habe euch super behilflich sein können mit dem Video. Und ihr blickt jetzt ein bisschen besser durch. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und bis dahin alles Gute.